Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan. Willkommen zu Train Simulator 2020 auf der Strecke Freiburg-Basel. Wir sind unterwegs mit dem ICE 1 und es passt fast, zumindest von der Zeit her. Wir sind nämlich an Heiligabend um 20.20 Uhr. Und sind im IC 1 und sollen natürlich die letzten Fahrgäste noch zu ihren Familien bringen. Und wir wollen natürlich auch noch irgendwie pünktlich bei unserer Familie ankommen. Das ist quasi das Szenario. Aus Zürich ist er eingetroffen. Wir übernehmen ihn hier. Und der Ganze soll tatsächlich in Frankfurt am Main enden. Da, ja. Da fahren wir natürlich nicht ganz so lang hin. Also sie übernehmen den Zug nach Freiburg. Da es heute Abend auf der Neubaustrecke einen Tunnelbrand gab, führt sie die Route heute ausnahmsweise über die Altbaustrecke. Beachten Sie die Tempolimits. Abfahrt ist laut Fahrplan 20.23 Uhr. Also in 3 Minuten ist Abfahrt. Fahren Sie der ECE nach Basel. Ja. Ich dachte, nach Freiburg. Jetzt sollen wir nach Basel fahren? Das ist ja die andere Richtung. Ne, wir sind in Basel, sollen nach Freiburg fahren. Das ist ein Fehler hier. Los geht's. Dann machen wir erstmal hier, lass mal die einsteigen. Ist auch tatsächlich, glaube ich, das erste Mal. Ich bin mit 2019 mit dem Zugsimulator erst eingestiegen. Hatte vorher sogar tatsächlich den TSW. Und deswegen ist es das erste Mal, dass ich hier den IC 1 fahre. IC 2, IC T, IC 3 und so bin ich alles schon gefahren, also alles gar kein Problem. Das Licht, naja, gefällt mir irgendwie nicht ganz so, aber das ist dem Zugsimulator geschuldet. Die AFB lässt sich immerhin auch, oh, fast zu genau einstellen. Ist ja verrückt. Ja, vorher noch nie so gesehen. Was können wir noch? Das bringt fast gar nichts. Können wir hier noch umstellen? Erst natürlich Richtungswender. Pantograph ist natürlich auch wichtig. Bremse ist angeblich angezogen. Signallage. Wir dürfen fahren. Da sehe ich jetzt nichts, was uns das Ganze verbieten würde. Aber wir sollen noch nicht fahren. Also müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. Ich wollte gerade schon aus dem Sitz aufstehen, weil ich gerade so viel TSW für euch aufgenommen habe, weil sich das jetzt quasi immer abwechselt. Also ein Szenario TSW, dann wieder ein Szenario Train Simulator, dann wieder ein Simulator, Szenario TSW. Irgendwann, wenn jetzt nicht demnächst, Zugspitzensignale waren doch gar nicht an. Oder habe ich gerade ausgeschaltet? Wenn es tatsächlich doch nicht demnächst, so wie ich es eigentlich hoffe, irgendwann eine neue deutsche Strecke rauskommt und ihr nichts von den alten nochmal sehen wollt in TSW, dann gibt es im Zugsimulator unglaublich viele auch Custom-Szenarios und so, die wir hier fahren können. Also da gibt es genug Stoff. Ich habe da auf jeden Fall gerade richtig, richtig Bock drauf. Und ja, wir sollen tatsächlich einfach nur von Basel nach Freiburg. Eigentlich haben wir fahren wir durch, mehr oder weniger, ja, ohne Komplikation, aber haben wir noch ein bisschen Zeit vorbei, nicht mehr ganz so viel, wenn wir angefahren sind, gucken wir erstmal nach, weil wir dürfen ja auf dem Neubau, weil da gab es ja einen Tunnelbrand, dürfen wir nicht fahren, die Traktion ist uns jetzt egal, die wird ja nicht simuliert, zumindest in dem Modell scheinbar hier nicht so richtig. Weil es ein bisschen gewackelt hat, weiß man noch nicht so ganz, aber ich würde fast sagen, die Traktion wird. Das ist aber ein bisschen dunkel. Scheiße.
Ja, aber das war. Waren nur die Zugspitzensignale, ne? Ja, das. Da wollen wir natürlich auch nicht rumfahren. Oh. Okay, ich steuere ja sowieso mit Tastatur hier im Zugsimulator alles. Von dem her. Null Problemo, aber ich will natürlich trotzdem eigentlich ein bisschen mehr sehen und vor allen Dingen YouTube lässt es dann im Video noch dunkler aussehen. Und ach ja, doch eine Sache muss ich so einstellen, die AFB. Die sowieso den Zug, glaube ich, gerade irgendwie nicht juckt. Das ist ja doof. Die irgendwie noch separat einschalten. Bei dem hier. Beim TSW auf jeden Fall, aber naja, macht auch nichts. So, so fahren ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Oder ja, wenn wir jetzt hier erkannt wurden, hier von dem Zugleitungskabel, sind wir aber glaube ich auch nicht. Also das hier ist tatsächlich. Weil sonst würde es das hier uns auch anzeigen, auch wenn es ein alter ICE ist. Und ich glaube 1989 wurde der erste gebaut, glaube ich. Aber auch der würde uns das dann korrekt anzeigen. Geschätzte Fahrgäste, das Zugteam begrüßt Sie im Namen der Deutschen Bahn an Bord dieses ICEs nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Freiburg im Breisgau. Geschätzte Fahrgäste, unser Zug wird heute Abend aufgrund eines Brandes im Tunnel auf der Schnellfahrstrecke über die Altbaustrecke umgeleitet und wird daher rund 10 Minuten später in Freiburg eintreffen. Betreffend Ihren nächsten Verbindungen werden wir Sie kurz vor Ankunft in Freiburg informieren. Wir entschuldigen uns für die Umstände und wünschen Ihnen dennoch eine angenehme Fahrt. Alter, jetzt sagt ihr das auch noch alles auf Französisch, ist ja krass. Okay, aber ich glaube, der ist leise genug, können wir einfach drüber quatschen. Jetzt, aber das war ja schon mal cool mit der Ansage und so, also bis jetzt alles top, also wobei, das Einzige, was nicht, wobei, also ich will jetzt nicht immer meckern, nee, ich fange immer an zu meckern bei den Spielen. Aber wir haben noch kein bisschen Verkehr hier gesehen, kann das sein? Oder bin ich doof? Aber ich meine, okay, es ist Heiligabend, es ist 20.26 Uhr, dass hier überhaupt noch irgendwer mit der Bahn fahren will. Also wer ist denn bitte am 24.12. um 20.26 Uhr noch nicht bei der Familie? Oh, jetzt auch noch auf Englisch, auch nicht schlecht, also der labert, bis wir in Freiburg sind, labert er glaube ich durch. Naja, 58 sollen wir erst ankommen. Wir dürfen weiter beschleunigen. AFB weiterhin außer Funktion. Weil ich zu doof bin, um die einzuschalten wahrscheinlich. Aber das bin ich allgemein beim Train Simulator. Auch bei den Zugsicherungssystemen fahre ich ja alles in TSW. Da ist das alles kein Problem, aber ich finde das hier... LZB. LZB gibt es ja leider auch in. Wir sehen ein bisschen was von unserem Führerschein. Kann doch nicht sein, dass man hier das Kabinenlicht. Also, man muss es ja irgendwie, aber das Ding ist halt alles irgendwie mit der Tastenkombination und in TSW kann man es alles am Führerschein selber einstellen, was halt viel, viel cooler ist. Im Führerschein wüsste ich, wo ich es einschalte. Hier weiß ich es leider nicht. Tastenkombination. Eigentlich würde ich sagen L, das funktioniert eigentlich auch ganz gut im TSW, aber hier ist nicht so. Also fahren wir dunkel. Und müssen wir mal schauen, wie hier auf der Altbaustrecke LZB hatten wir jetzt hier zwar, glaube ich, auch immer noch. Ich glaube, ab 200 muss der Zug auch LZB gesteuert sein, weil ist immer diese Unwahrheiten oder Halbwissen, was ich hier erzähle, aber weil man dann irgendwann ab einer gewissen Geschwindigkeit sehen die Signale für einen nicht mehr direkt, weil man als Zugführer, wenn man die sieht, nicht mehr schnell genug reagieren kann mit den Bremsen, weil man einfach so schnell ist und so ein Zug lässt sich natürlich nicht so schnell bremsen.
Ah, das werdet ihr alle auch noch viel besser wissen als ich. Und hier müssen wir mal runterbremsen. Wenn wir auch nicht mehr so ganz schaffen, das ist... keine schöne Bremsung. Wir nur mit 120 km/h durch den Bahnhof fahren dürfen. Und hier, uiuiui, ein, ich würde sagen, sehr alte Doppelstockwagen. Dann haben wir auch gleich einen Tunnel. Und 80 km/h. Alles klar. In einem halben Kilometer, also schon mal ein bisschen, ja doch, bitte schneller runterbremsen. Dass diese, ich habe wirklich immer das Gefühl, diese ICEs und so haben eine viel, viel schlechtere Bremsleistung als zum Beispiel so eine S-Bahn. Weiß ich nicht, also zumindest im Zugsimulator habe ich immer das Gefühl. Wobei das hier jetzt gerade ging. So, viele Tunnel. Und was ich auf jeden Fall machen wollte, die ganze Zeit schon, ist, oh, da kommt uns gleich was entgegen, das will ich natürlich auch sehen. Nochmal Doppelstockwagen. Lol. Ja, da vorne und hinten Triebfahrzeug, alles klar. So, ich wollte mir aber eigentlich die Strecke nochmal ein bisschen genauer angucken. Ah, hier, guck mal, hier wäre schon die Schnellfahrstrecke. Ja, okay, das ging natürlich deutlich schneller. Das soll 10 Minuten einspannen? Naja, okay. Also hier sind wir deutlich zu sehen. Ich meine, nicht nur an den 80 km/h, sondern an der, wie wir uns hier Lenkschlange hin, sieht man deutlich. Also hier in diesem Tunnel, das ist wahrscheinlich wirklich ein ganzer Tunnel. Und hier hat es irgendwie dann drin gebrannt. Und hier fahren wir jetzt einmal drumherum. Ja. Und sehen gar nichts hier. Also, ihr seht noch weniger als ich und ich sehe schon nichts und ihr seht weniger als nichts. Also, weiß ich auch nicht. Gleich geht es immerhin auf 90 km/h wieder, dann auf 100 km/h. Wie weit sind wir uns schon hier Schlangenlinien gefahren? Naja, dann hier wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen langsam, aber dann geht's. Also, ja, das Schlimmste war bald hinter uns, würde ich sagen. Das Ganze auch tatsächlich ohne Steigung oder Gefälle so mehr. Also, würde ich einfach nur um den Berg drumherum. Nicht hoch, runter oder so. Sondern jetzt hier nochmal schnell auf die 90 km/h beschleunigen. Wie gesagt, Verspätung. 10 Minuten hat er gesagt. Mehr wollen wir auf jeden Fall auch nicht bekommen. Aber in den Plan, den wir hier haben, ist wahrscheinlich die 10 Minuten schon drin, würde ich sagen, mal sagen. Ankunft 20.58 Uhr sollen wir da sein. Nehmen wir auch hier unten links. Und 20.07 Uhr müssen wir, um ganz genau zu sein, 20.58.40 sollen wir da sein. Und 20.57.35, also 65 Sekunden früher, als wir da sein sollen, wären wir jetzt gerade aktuell da. Also wir sind auf jeden Fall im Zeitplan. Normalerweise kennt man das ja eher andersrum, dass die Deutsche Bahn eher, ja, doch ein paar Minuten später da ist. Oder Stunden. So kenne ich es. Vor allen Dingen, wenn ich nach Hamburg fahren will, von Berlin. Und umgekehrt natürlich auch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dann tatsächlich, ja doch, der ICE hat eigentlich schon von Berlin nach Hamburg und umgekehrt. Wobei von Berlin nach Hamburg ist es meistens immer mehr Verspätung als von Hamburg nach Berlin. Aber der ICE, man kann, der hat immer 10, der ist immer 10 Minuten langsamer als er, mindestens immer 10 Minuten langsamer als er vorgibt zu sein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss der vor dem Hamburger Hauptbahnhof immer warten. Immer. Und nur deswegen hat man diese Verspätung. Das ist so unglaublich. Ich meine, okay, das ist da auch ein Gleislabyrinth da über die Brücken rüber und
So, bestätigen. Kann ich verstehen, aber das, also... Ehrlich ist natürlich trotzdem, man muss dann irgendwie den Plan auch anders machen. Wir schlängeln uns weiter durch, hatten hier auch hier die Ankündigung für 70 km/h. Das leiten wir natürlich jetzt auch ein. Am besten auch so, dass man es erreicht. Aber wir haben jetzt hier eine minimale Steigung, haben wir. So, hier ist quasi nochmal eine langsame Strecke und dann wieder auf 100 km/h raus und dann müsste es auch irgendwann wieder zurück auf die Hauptstrecke gehen. Oh, guck mal, da kommt uns ein ICE auch noch entgegen. Der will nach Basel jetzt erstmal natürlich, klar. Wo wir auch jetzt gerade den Zug übernommen haben, aber wahrscheinlich dann auch ist es dieselbe Verbindung dann in dem Fall Richtung Zürich. Wir wollen ja im Endeffekt nach Frankfurt sogar. Aber wir geben den in Freiburg wieder ab. Es ist so dunkel, diese 100er Tafel muss wahrscheinlich eine gewesen sein, aber ich habe sie nicht gesehen, also weil es einfach so dunkel ist. Aber dafür haben wir das HUD unten in dem Fall tatsächlich mal auf. In TSW versuchst du ja eigentlich gar nicht mehr zu nutzen, sondern achte nur noch auf die Strecke mit allen Systemen und alles. Da funktioniert es auch schon ganz gut. Bis auf, dass ich der Meinung bin, dass es in einem Betriebswerk irgendwie einen Bug gibt, weswegen ich da immer eine Zwangsbremsung bekomme. Aber, ja, also, die Helligkeitseinstellungen sind hier einfach furchtbar. Schneller beschleunigen. Aber wir fahren immer mehr Zeit raus, tatsächlich. Aber wenn wir jetzt hier gerade nicht ganz so schnell beschleunigt haben, wie wir eigentlich hätten, vielleicht können, tun, müssen, hätten, getan, aber naja. Oh, nee, falsche Richtung. Wir haben natürlich eigentlich keine weiteren Minuspunkte bekommen, auch wenn ich es da meistens nicht ganz so genau nehme. Bis auf Licht und AFB geht aber, also irgendwie geht es bestimmt, aber bei anderen Zügen geht es leichter. Auch im Zugsimulator. Gefällt mir der ICE eigentlich bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Ach guck mal, da haben wir hier eine 160 stehen. Da geht es gleich zurück auf die Strecke. Und ich hoffe, die Weiche wird auch so gut sein, dass wir jetzt gleich nicht nochmal irgendwie eine Ankündigung haben für, weiß nicht. Ich meine, wir fahren ja auch noch 100, also da muss auch wohl eine Weiche sein, über die wir mit 100 km/h fahren dürfen, oder? Nicht, dass wir hier gleich noch auf 80 oder so wieder abbremsen müssen. Ich denke nicht. Was ich aber denke, dass wir das Ganze in der nächsten Folge fortsetzen werden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall auch die Videobeschreibung ab. Lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da kommen wir dann in Freiburg Hauptbahnhof an und kommen gleich zurück auf die Hauptstrecke. Ja, haut rein. Ciao.